Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal PokeSynec. Mein Name ist Jarek und es freut mich mega, dass du eingeschaltet hast. Falls du das erste Mal auf meinem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst. Und ich verspreche dir, du wirst nie wieder Pokémon TCG News verpassen. Und wenn du häufiger da bist, viel Spaß mit den Ankündigungen. Und zwar gibt es zwei mega, 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 mega krasse News, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Und zwar betrifft die erste News die XXL Promokarten, die es zum 25-jährigen Jubiläum von Pokémon gibt. Dazu habe ich euch ein Video sozusagen aufgenommen, das findet ihr oben in der Infobox. Und zwar gibt es ja zum 25-jährigen Geburtstag in einem 4-Wochen-Rhythmus sogenannte XXL-Booster, wo immer drei Karten drin sind und es werden immer halt die drei Starter-Pokémon aus der aus dem jeweiligen Zyklus drin sein und es wird Pikachu natürlich geben und einen riesengroßen Sammelordner. Das sind alles sehr, sehr, sehr coole Neuigkeiten, die kennen wir aber alle. Und auch, dass die Packs umgerechnet 10 Dollar wert sein sollen. Und wir sind bisher davon ausgegangen, dass die auch 10 Euro bei uns kosten. Und jetzt haben mir ein paar nette Vögelchen gezwitschert, dass es aber so nicht kommen soll. Denn Amigo plant, dass wir diese Booster gratis kriegen. Ja, ihr habt richtig gehört, gratis. Das bedeutet, ihr müsst sie nicht überteuert bei eBay oder Amazon oder Facebook oder sonstiges von irgendwelchen zwielichtigen Händlern besorgen, sondern wenn diese Gerüchte wirklich stimmen sollten, dann kriegt man diese Karten als Giveaway bei euren lokalen Händlern, wo ihr quasi eure Karten kauft. Nicht in Online-Shops, sondern nur bei euren lokalen Händlern. Jetzt fragt ihr euch, okay, lokale Händler, wie soll das funktionieren? Und ich frage mich das auch, ich weiß es nicht, aber ich sage mal das Zauberwort Click und Collect. Und auch der Hinweis an dieser Stelle, ich bin zwar ein Online-Händler, aber es gibt unglaublich viele Nicht-Online-Händler, die kleine Geschäfte haben mit super vielen coolen Spielzeug und supportet diese Läden, kauft per Click und Collect, kauft es im Internet, ruft die Leute an, kauft die Pokémon-Sachen da oder auch weitere Produkte, Spiele oder sonstiges. Und in Zukunft, also ne, ihr seht hier das Datum, am 5. März soll es losgehen, also wenn ihr ab diesem Zeitpunkt da etwas kauft, vielleicht ist es so wie bei dem Pikachu oder bei dem Delivery Glurak, was in Zukunft kommt, dass ihr eine bestimmte Summe erreichen müsst, wie zum Beispiel 20 oder 50 Euro. Das sind alles Spekulationen, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass wenn ihr was kauft, ich sag mal, ihr kauft euch eine ETB oder ihr kauft euch eine TTB oder ihr kauft euch eine Spezialbox oder was auch immer und ihr kommt über 20, 30, 40 Euro, dann legt der Händler euch einfach so ein Riesenpack dabei. Und das Gute ist, ihr braucht hier eigentlich nur eins, dann habt ihr alle drei Starter schon drin. Und wenn ihr Glück haben solltet und ihr kriegt sogar mehr davon, dann tut mir einen Gefallen, verkauft die nicht für teuer Geld im Internet, sondern schenkt die einfach weiter an Leute aus eurer Community, an coole Leute. Und ich verspreche euch, hoch und heilig, wenn ich an diese Karten drankomme, dann werde ich die unter meiner Community verschenken. Ich werde die für mich behalten, natürlich ein, zwei Packs und den Rest werde ich an euch verschenken, wenn ich die gratis kriege natürlich, ne? Ich glaube nicht, dass ich die gratis kriege, aber falls es so sein sollte, dann werde ich die weitergeben. Und jetzt kommen wir schon von der super, super krassen Nachricht zu einer, ja, mein Herz ist schwer, zu einer richtig bösen Nachricht. Und zwar geht es um das Set Verborgenes Schicksal, schon Glänzendes Schicksal. Jetzt bin ich schon total geschockt. Verborgenes Schicksal, wisst ihr ja, dass das verschoben wurde auf Ende Februar. Es geht um das Set Glänzendes Schicksal, was ja am 19. Februar 2021 bei uns erscheinen soll. Ihr wisst, ne, es gibt ja relativ viele Leaks. Es basiert auf den Shining Star V Set aus Japan. Die Karten sind aber immer noch nicht endgültig geleakt. Die von Kampfstile, was im März kommt, übrigens schon. Dafür gibt es auch ein Video, das findet ihr oben in der Infobox. Und ihr seht, ne, wir kriegen die Pikachu V-Box, wir kriegen die Tin-Kollektion, wir kriegen die Pin-Kollektion, wir kriegen die ETB, wir kriegen die Premium-Boxen und wir kriegen die Mini-Tins. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Der erste Print-Run wurde auf 5% gecuttet. Das bedeutet, einfach eiskalt am 19. Februar 2021 wird es nur 5% der Ware geben, die die Großhändler quasi zum Verkauf freigegeben haben. Bedeutet, wenn ein Großhändler 60.000 Produkte hatte, wären 6.000 Produkte quasi 10% und davon noch die Hälfte, also 3.000 ETBs für
alle seine Kunden. Ihr könnt euch also vorstellen, an diese Produkte dran zu kommen, ist grenzt quasi schon an das Unmögliche. Und ihr habt eigentlich nur die Chance, wenn ihr schon vor 2-3 Monaten vorbestellt habt. Und jetzt kommen wir zu dem teilweise guten und teilweise schlechten Neuigkeiten. Ihr wisst ja, dass ich auch einen eigenen Online-Shop habe und eigentlich wollte ich am Freitag wegen der hohen Nachfrage noch ein paar Produkte anbieten. Das habe ich jetzt aber komplett gestrichen, denn auch ich werde auf 5% gecuttet. Bedeutet, dass ich gerade ebenso mit ein paar Abstrichen vielleicht meine ganzen Vorbestellungen noch halten kann. Und ich will dazu anmerken, ich habe Ende November, Anfang Dezember schon keine Vorbestellung mehr entgegengenommen, weil ich wusste, dass ein Cut kommen wird. Und wenn alles klappt, kriegt jeder, der was vorbestellt hat, auch ein Produkt. Eventuell wird die Menge gekürzt, sodass alle Vorbestellungen eingehalten werden. Aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass alle, die was vorbestellt haben, auch was kriegen. Wenn ihr woanders vorbestellt habt, dann ja, ich drücke euch ganz, ganz dolle die Daumen. Und wenn ihr jetzt noch vorbestellen wollt, sage ich euch ganz ehrlich, vergesst es. Außer ihr wollt unmenschlich hohe Preise ausgeben. Und davon würde ich euch ganz, 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 ganz dringend abraten. Insgesamt soll es von dem Set 4 Print Runs geben. Das ist jetzt der erste. Der zweite ist wieder 5%. Das heißt, insgesamt sind 10% da. Und ich weiß nicht, ob das so beibehalten wird. Ich kann euch nur sagen, dieses Set wird noch schlimmer als Weg des Champs werden, weil es einfach noch viel krassere Karten da drin gibt. Wir haben noch viel, viel mehr Shiny-Karten. Und Weg des Champs war schon so hart zu kriegen. Und ich glaube, das hier wird noch schlimmer. Und ja, das war's leider schon. Also eine super gute Neuigkeit und eine echt miese Neuigkeit. Und wenn euch die News gefallen haben, auch wenn es teilweise schlechte News war, ich hoffe schon, dass ihr euch den Kanal weiterhin anschaut. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao, ciao.